Servus meine lieben Freunde, was geht ab? KoraJanTV hier, ich zeige euch bei Call of Duty Forsaken, dem Verlassenen, den God Mode Glitch. Das erste, was ihr machen müsst, ist das gesamte Gebiet zu entriegeln. Das Ziel markiert die Stelle, einfach den Knopf drauf drücken. Den zweiten Knopf, den wir drücken müssen, befindet sich bei dem Rolltor. Einfach drauf drücken, eine Cutscene beginnt. Für einige habe ich diese Szene natürlich verpixelt, nicht dass das Geschrei groß ist. Danke schon mal dafür, KoraJan. Nachdem ihr das erledigt habt und die Cutscene weggedrückt habt, puncht eure Waffe. Müsst ihr nicht zwingen, ihr könnt auch gleich tote Leitern drauf machen. Ich habe leider den Fehler begangen, ich habe erster die Waffe gepuncht und vergessen tote Leitern drauf zu machen. Nachdem ihr das erledigt habt, geht zur Arcade-Halle, zum Activision-Automaten und betätigt ihn mit der toten Leitung, indem ihr einen Zombie tötet. Ihr seht einen Blitz einschlagen in den Activision-Automaten, den ihr später braucht für den God Mode Glitch. Spielt eine Weile, bis ihr genug Schrott habt, ungefähr 250 braucht ihr, baut den Helikopter, wartet wieder ein paar Runden ab, geht dann hin. Wie ich dann. Ich habe ein paar Zombies am Leben gelassen. Ihr werdet auch sehen, dass einige Versuche ihr brauchen werdet. Aktiviert erst den Automaten und dann den Helikopter. Nicht mehr zeitgleich. Eine Millisekunde, höchstens 2 Millisekunden sind es tatsächlich Unterschied. Ihr seht an der Geldleiste, wie viel Geld ich verloren habe und wie viele Versuche ich dadurch verbraucht habe. Wenn ihr den Helikopter als erstes gerufen habt, ist es meistens besser, einfach die Runde zu beenden, um nochmal neu zu starten. Ihr werdet dann den Black Screen dann sehen. Ich glaube jetzt beim zweiten Versuch, ja, ist es geschafft. Ihr seht ja, ihr braucht einige Versuche, weit nicht verzweifelt, ein Freudensprung erstmal. Und ihr werdet dann sehen, dass ich im God Mode drin bin. Ihr könnt jetzt alles machen, eure Waffe leveln, eure Waffe aufpunchen, verschiedene Tarnungen freischalten und so weiter. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugesehen habt. Abonniert den Kanal für mehr Glitches. Eventuell wird der Easter Egg auch noch gemacht. Und ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Daumen rauf!